geehrte Eltern, ich darf Sie alle recht herzlich willkommen heißen zu unserem virtuellen Rundgang durch das Gebäude. Ich möchte Ihnen kurz hier an dieser Stelle den Haupteingang zeigen. Hier geht es vorne rein und Sie kommen direkt in den Verwaltungsbereich. Dort gehen wir jetzt auch gemeinsam hin. Sie sind nun im Verwaltungsbereich bzw. im Eingangsbereich angekommen. Wenn Sie durch den Eingang hineingehen, finden Sie direkt geradeaus das Sekretariat. Zur Linken finden wir einen Informationsbildschirm. Auf diesem Informationsbildschirm finden die Kinder wesentliche Informationen zum Schultag, Vertretungsplan oder aktuelle Dinge, die einfach für die Schüler wichtig sind. Wir gehen nun nach rechts weiter in den weiteren Verwaltungsbereich. Im weiteren Verwaltungsbereich finden Sie einmal das Rektorat und direkt daneben ist ein Wasserspender für die Kinder, dass sie Sprudel oder Mineralwasser trinken können. Auch Heißwasser ist möglich. Jeder kann bei uns eine Flasche erwerben oder Sie treten einfach dem Förderverein bei, dann bekommen Sie auch eine Flasche geschenkt. Direkt neben dem Rektorat befindet sich das Konrektorat und im Anschluss, wo die Türe gerade offen ist, ist das Lehrerzimmer. Wir befinden uns nun in unserem neuen Chemie-Physik-Biologie-Raum mit neuen Spezialmöbeln und mit einer neuen Versuchseinrichtung und einer speziellen Absaugung, sodass es hier zu chemischen Versuchen kommen kann. Und dass der Lehrer sicherheitstechnisch auf dem neuesten Stand arbeiten kann. Und hier knallt es, brennt es auch in unserem neuen Digestorium. Jetzt sind wir im Fachraum Bildende Kunst angekommen. Hier lässt der Raum Platz für Kreativität. Er lädt ein, dass Sie bestimmte Dinge einfach kreativ erarbeiten können. Nun in einem Klassenzimmer angekommen. Jedes Klassenzimmer verfügt bei uns über zwei PCs für die Schüler. Mit diesen können im Unterricht schnell bestimmte Dinge recherchiert erarbeitet werden. Weiter verfügt jedes Klassenzimmer über einen eigenen Beamer mit Apple TV, sodass interaktiver Unterricht geschehen kann. Trotzdem ist es uns immer noch wichtig, dass die Tafel ganz normal als Medium zusätzlich eingesetzt wird. Wir befinden uns nun in unserem Computerraum. Unser Computerraum ist mit 24 Arbeitsplätzen ausgestattet. Weiter verfügen wir über 40 iPads für Schüler, die im Bedarfsfall auch im Fernunterricht ausgeliehen werden können, wenn zu Hause die Strukturen nicht gegeben sind. Wir arbeiten hier mit dem System iSurf. iSurf hat verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel, Ihr Kind arbeitet hier an einer Präsentation, wird nicht fertig und möchte am Wochenende weiterarbeiten. So kann man über iSurf die Daten von unserem schuleigenen Server abrufen und zu Hause problemlos weiterarbeiten. Zusätzlich bringt iSurf das Modul Aufgaben mit, wo man einfach beim Fernunterricht arbeiten kann und der Lehrer Aufgaben den Schülern zur Verfügung stellen kann. Es können Videokonferenzen gemacht werden. Über den Messenger kann schnell mit anderen Lehrern in Kontakt getreten werden. Jeder Schüler hat eine eigene E-Mail-Adresse. Es ist ein rundum gelungenes System. Wir befinden uns nun in unserer Schulküche. Unsere Schulküche verfügt über 4 Arbeitskojen. Mit neuester Ausstattung. Jede Koje hat einen eigenen Induktionsherd und auch zusätzlich verfügt jede Koje über einen eigenen Backofen, der von den Schülern verwendet werden kann. Zusätzlich haben wir einen Dampfgarer und eine Industriespülmaschine.
So, wir befinden uns nun im Technikraum. Unser Technikraum ist auf dem neuesten Stand. Wir sind mit allen Werkzeugen, Handwerkzeugen ausgestattet, Maschinen, technische Geräte, alles ist vorhanden. Es ist so, dass wir in diesem Bereich gerade einen neuen Schrank installieren und zudem ist es so, dass wir auch eine kleine Graviermaschine haben zum CNC-Fräsen. Wir haben zudem auch noch drüben im Nachbarraum die Möglichkeit zu fräsen. Weiter ist es so, dass unser Maschinenraum auch mit den neuesten Maschinen ausgestattet sind, sodass hier ein sehr guter Technikunterricht stattfinden kann. Zudem verfügt die Grund- und Werkrealschule in Grautheim über ein eigenes Schwimmbad. Schwimmunterricht nimmt dabei einen wesentlichen Teil bei uns mit ein. Wir laufen gerade durch den Eingangsbereich des Schwimmbades und kommen jetzt an den Umkleiden. Wir haben einmal eine Umkleide für die Mädchen und eine für die Jungen. Dort gehen wir jetzt gleich mal rein. Und Sie sehen, auch die Duschen und die Umkleidekabinen wurden komplett neu gemacht. Wir bewegen uns nun weiter in unser Schwimmbad. Wir haben kein großes Becken, allerdings sind wir sehr froh, dass wir hier in Grautheim ein extra für den Schwimmunterricht vorgesehenes Schwimmbecken haben. Dieses Schwimmbecken wird nur für den schulischen Einsatz verwendet.